Das ist das erste Video einer Videoserie, in der ich euch Programmieren beibringe, anhand der Programmiersprache JavaScript. Programmieren ist heute so wichtig wie nie. Überall laufen Programme, auf eurem Handy, auf eurem MP3-Player. Webseiten können inzwischen vollwertige Programme ersetzen und selbst eure Uhr ist inzwischen intelligent und führt Programme aus. In dieser Videoserie bringe ich euch Programmieren Schritt für Schritt bei. Um mitmachen zu können, braucht ihr nichts zu installieren. Wir arbeiten nämlich direkt hier im Browser. Jeder Browser hat nämlich heutzutage so eine Konsole und wenn ihr da JavaScript-Code eingibt, wird der ausgeführt. Das heißt, egal auf welcher Webseite ihr euch gerade diese Videoserie hier anseht, ihr könnt direkt hier mitmachen. Und tut das auch. Ich erkläre euch nämlich Programmieren, indem ich das hier in der Konsole eingebe und das heißt, ihr könnt das direkt nachmachen. Während ihr die Videos guckt, könnt ihr unten in der Konsole das mit eingeben. Nutzt das. Ihr werdet nicht programmieren lernen, indem ihr einfach nur diese Videos hier guckt. Ihr müsst selbst Erfahrung sammeln und das selbst eingeben. Nur dadurch, wenn ihr mitmacht, werdet ihr dann auch programmieren können am Schluss. Ich habe versucht, das bestmögliche Programmiertutorial zu machen. Es ist ein Videotutorial, das heißt, niemand braucht was zu lesen. Es ist interaktiv, ihr könnt immer direkt mitmachen und ich erkläre immer alles. Und ihr braucht nichts zu installieren, ihr könnt direkt loslegen. Die Videoserie, die jetzt hier herausgekommen ist, ist 37 Videos lang und geht über 7 Stunden. Ich habe versucht, es so kurz wie möglich zu machen. Das ist dabei rausgekommen. Manche Tutorials behaupten, sie können euch Programmieren in 10 Minuten beibringen. Geht nicht. Für diejenigen, die in Eile sind oder einfach nicht 7,5 Stunden investieren können, um Programmieren zu lernen oder was auch immer, ich habe am Ende der Videoserie im letzten Video eine Zusammenfassung der kompletten Serie. Um das zu sehen, klickt hier in das Thumbnail und dann seht ihr die kompletten 7,5 Stunden komprimiert in 25 Minuten. Außerdem zeige ich euch nicht nur die absoluten Grundlagen, wir gehen auch ein bisschen darüber hinaus. Ich zeige euch, was objektorientierte Programmierung ist und wie das alles in JavaScript funktioniert. Und ich zeige euch sogar noch so Ansätze von Softwareentwicklung und so weiter. Die Programmiersprache, die ihr lernt, ist JavaScript. Das ist eine Skriptsprache, die direkt hier in eurem Browser läuft. Deswegen braucht ihr nämlich nicht zu installieren, weil das halt schon direkt hier läuft. JavaScript ist aktuell eine der beliebtesten und meist eingesetzten Programmiersprachen der Welt. Das heißt, das, was ihr hier lernt, könnt ihr dann auch tatsächlich anschließend anwenden. Zum Beispiel bei Webseiten, aber auch bei Windows 8 Apps. Oder auch Smartphone-Apps und selbst serverseitig mit Node.js ist JavaScript in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewesen. Aber selbst wenn nicht, selbst wenn ihr letztendlich Android-Apps zum Beispiel schreiben wollt, die in Java geschrieben werden, was nicht JavaScript ist, zwei unterschiedliche Dinge. Aber selbst dann ist es gut, erstmal mit JavaScript programmieren gelernt zu haben, weil JavaScript ist, wie ich gerade gesagt habe, eine Skriptsprache, das ist so eine Art vereinfachte Programmiersprache. Das heißt, was in anderen Programmiersprachen komplex ist, ist in JavaScript einfach und das erleichtert natürlich den Einstieg. Und das Tolle ist, die Vorgehensweisen, also die ganzen Grundideen, sind in allen populären Programmiersprachen im Grunde gleich. Und das heißt, wenn ihr mit JavaScript erstmal so einen Einstieg bekommen habt ins Programmieren, dann könnt ihr auch viel einfacher die anderen Programmiersprachen lernen. Die Serie richtet sich an Anfänger, ist aber produziert von und für css3html5.de. Und wenn ihr sie dort gerade seht, seid ihr vermutlich Webentwickler und gerade für euch ist die Serie gut. Es gibt heutzutage tatsächlich noch viele Webentwickler und Webdesigner, die zwar HTML und CSS können, aber kein JavaScript. Dann könnt ihr die interessantesten Funktionen von HTML5 nicht nutzen. Das Canvas-Element bleibt eine leere Fläche, Geolocation könnt ihr nicht nutzen, Webworkers, die Audio- und Video-API, überhaupt die ganzen APIs, HTML5 definiert so viele APIs, die könnt ihr alle nicht nutzen. Ich erkläre euch in dieser Videoserie die Sprache ausführlich, damit ihr JavaScript wirklich versteht, denn dann ist es auch viel leichter für euch, das DOM zu nutzen und Bibliotheken wie jQuery oder Backbone. Ich habe so oft schon JavaScript-Code gesehen, wo der Entwickler oder Designer offensichtlich von irgendeiner Demo oder irgendeiner anderen Webseite Code kopiert und eingefügt hat, aber offensichtlich nicht verstanden hat und dann irgendwie rumgewerkelt hat und ganz furchtbarer Code. Investiert einen Nachmittag, guckt euch diese Serie an, macht sie mit und ihr werdet viel mehr Dinge verstehen, beziehungsweise
überhaupt erstmal verstehen bei manchen. Jetzt geht's los. Im ersten Video der Serie zeige ich euch, wie ihr die Konsole öffnen könnt. Und wir schreiben unsere erste Zeile Code. Um das Video zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte oder falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei css3html5.de, bleibt einfach dran.